Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sehen hier zwar Droidenalarm, einen der vielen Multiplayer. Da geht ja schon los, der Droidenalarm, der ausgelöst von Johannes Rohr, der neben mir sitzt. Der will aber über viele, wenn nicht gar alle Multiplayer-Modi sprechen und ein ganz frühes erstes Fazit unter diversen Vorbehalten abliefern. Ja, zu Battlefront, das ich jetzt spielen konnte, dass wir 10 Stunden spielen konnten, dank dem großzügigen EA Access-System auf der Xbox One, für das man natürlich extra zahlen muss, und sonst gibt es sowas nicht. Aber es ermöglicht uns jetzt schon mal, ja, wie gesagt, ein Vorabfazit zu ziehen, weil wir eben das komplette Spiel schon mal ausprobieren konnten. Genau, wer wissen will übrigens, was Droidenalarm ist und so weiter und so fort, der Johannes und ich, wir haben schon ein Video gemacht, in dem wir alle Spielmodi kurz vorstellen. Das heißt, jetzt kannst du gleich dazu übergehen und uns sagen, was denn so dein Eindruck ist. Glaubst du, dass das als Multiplayer-Titel hinterher, sag ich mal, so die Qualität liefert, die man von DICE gewohnt ist? Ist das tatsächlich auf Battlefield-Niveau und so weiter, so vom ersten Bauchgefühl her? Also allein vom Spielprinzip und von den Mechaniken und wie das funktioniert, finde ich schon, dass es DICE-Niveau hat oder sich dem DICE-Niveau annähert. Was mir allerdings bei Battlefront fehlt, ist die Vielfalt, jetzt verglichen zu einem Battlefield 4 meine ich natürlich. Deswegen glaube ich, dass es auf Dauer nicht so beliebt sein wird. Also es werden am Anfang viele Leute spielen und ich glaube, viele Leute werden damit Spaß haben. Ich glaube, auch ich werde damit viel Spaß haben. Dass es sich aber doch zügiger abnutzt, weil, wie gesagt, die Vielfalt fehlt, die Abwechslung fehlt, weil viele der Spielmodi, es gibt immerhin 12 Stück, also insgesamt mit diesen Koop-Geschichten und sowas dazu gerechnet, das ist schon mal eine ganze Menge, aber relativ viel davon kommt mir vor wie Ausschussware, die man so ein paar Mal spielt oder mal vielleicht mal zur Abwechslung wieder reinhaut, aber nicht wirklich lange. Und es gibt eigentlich nur 2 große, komplexe Modi, die so einem, ich sag mal, so einem Conquest oder einem Rush in Battlefield Konkurrenz machen. Und das ist der Vorherrschaften-Modus und der Walker-Assault-Modus, den man eben schon aus der Beta kennt. Mhm. Die haben beide große Teams mit bis zu 40 Spielern, mehr sind es auch hier nicht, haben die vollen Fahrzeuge, die es eben gibt und haben die Helden drin und da kann man sich wirklich austoben. Alles andere ist viel klein-klein, auf kleinen Karten, so wie Droiden-Assault auch hier mit 12 oder 16 Spielern, wo es dann, entweder gibt es dann nur Helden oder es gibt nur die normalen Soldaten oder es gibt Jägerstaffel zum Beispiel, da gibt es man halt nur Flugzeuge, aber eben so, dass man sich richtig austoben kann, gibt es nur in 2 Spielmodi. Ist das die befürchtete Casualisierung? Das haben wir ganz häufig in den Kommentaren vorher gelesen, dass die Leute befürchtet haben, dass dieses Star Wars Spiel jetzt brutal auf Breite und Massenmarkt getrimmt wird. Dass die Spielmodi, sage ich mal, sehr viel Wert drauf legen, so einzelne Hotspots zu schaffen, wo relativ leicht identifizierbar ist, welches Ziel ich gerade habe und wo ich hin muss, deutet vielleicht in diese Richtung. Würdest du denn aber sagen, das ist jetzt etwas eher casual, etwas weniger komplex als ein Battlefield? Ich kann den Vorwurf sehr gut nachvollziehen. Es gibt hier zum Beispiel keine Klassen, stattdessen gibt es diese Karten und sowas, mit denen man sich extra Waffen holen kann. Was heißt extra Waffen? Sogar eine normale Granate ist schon so eine Spezialkarte, die man erstmal freischalten muss. Also es nimmt schon viel der Komplexität und du sprichst es an, die Spielmodi konzentrieren sich auch oft auf einzelne Punkte, da ist Walker Assault schon definitiv das Komplexeste, was man verstehen muss. Das ist ein wandelnder Hotspot oder zwei. Naja, und mehrere Phasen, wo man dann, naja, das ist schon ein bisschen komplizierter, aber auch so schwer dann auch nicht. Naja, also ich kann diesen Vorwurf sehr gut nachvollziehen. Wie sehr man es dann nachher kritisiert, hängt, glaube ich, ein bisschen vom persönlichen Geschmack ab. Also ich glaube, man kann Battlefront nicht vorwerfen, dass es keinen Spaß machen würde, nur weil es ein bisschen mehr gestreamlined, ein bisschen weniger komplex ist als ein Battlefield. Was dann eben aber dazu führen kann, dass es vielleicht nicht auf Dauer so viel Spaß macht. Das muss man aber sehen. Das ist jetzt halt ganz schwierig so zu sagen. Das ist nur mein erster Eindruck, den ich so, was ich so abschätze, was ich so sehe. Genau, also Vorwurf verstehe ich. Wie schlimm das ist, muss man dann sehen oder wie sehr man das kritisiert, hängt vielleicht auch vom persönlichen Geschmack ab. Ja. Ist es denn nicht eigentlich so, noch mal ganz kurz zu dem Punkt, den du vorher angesprochen hast, kristallisieren sich nicht aber auch in den allermeisten Shootern so 1-2 Spielmodi raus, die man die allermeiste Zeit spielt? Also, dass die jetzt noch, sagen wir mal, 10 RAM-Spielmodi dabei hätten, wenn wir mal so fies sind, das so zu nennen, wäre es ja wahrscheinlich nicht so schlimm, wenn die 2 dafür richtig gut sind, oder? Ja, das ist definitiv so bei den meisten Spielern, bei den meisten Spielen. Das ist auch bei einem Battlefield so, das ist bei einem Call of Duty Spielen halt alle nur Team Deathmatch, obwohl es diese Milliarden Spielmodi gibt. Herrscher. Ja, gibt schon ein paar Leute, die auch noch was anderes spielen, natürlich, aber im Endeffekt wird diese Vielfalt nie genutzt. Ja.
Und deswegen ist dann entscheidend, was diese Spielmodi zu bieten haben und ob die einen wirklich lange motivieren können, ob die genug taktische Vielfalt zu bieten haben, dass man sich wirklich da reinfuchsen kann, vielleicht mit einem Squad zusammen oder mit eingespielten Teams zusammen dann wirklich was daraus holen kann und nicht einfach nur 5 Minuten Spaß hat oder vielleicht auch 5 Stunden Spaß hat oder 50 Stunden Spaß hat, aber dann ist gut gewesen. Nicht zu schnell ausgereizt hat, genau. Ich hätte noch eine Frage zum Abschluss, und zwar ist auch viel diskutiert, ist so die Abwechslung und die Kartenvielfalt. Es gibt zwar, sag ich mal, insgesamt eine Reihe unterschiedlicher Maps, wenn ich das richtig verstanden habe, aber es gibt nur 4 Szenarien. Das ist richtig. Es gibt 4 Planeten, Tatooine, Hoth, Endor, das wir hier gerade sehen, und Sullust. Ja. Genau. Und auf diesen 4 Planeten spielen alle Spielmodi. Es gibt für jeden Spielmodus jeweils 4 Karten, auf jedem Planeten eine Karte. Die sind dann aber für jeden Spielmodus unterschiedlich. Also jeder Spielmodus hat wirklich eine eigene Karte oder 4 eigene Karten, besser gesagt. Wie merklich unterschiedlich sind die denn? Also wenn das jetzt, wenn wir jetzt hier nicht eben Druidenalarm spielen würden, sondern zum Beispiel, keine Ahnung, Dropzone, würde ich das sofort sehen, wenn ich hier das Video anschaue? Das nicht wirklich, nee. Also jetzt gerade bei den Spielmodi sind sich natürlich auch sehr ähnlich vom Aufbau, und da ist Endor halt immer so eine Waldlandschaft mit immerhin diesen Wegen, wo es hochgeht und sowas. Also hat schon ein paar Tricks und Kniffe, aber so unterschiedlich ist das dann doch nicht. Und davor fahren wir entweder die weite Eiswüste oder wir haben es irgendwo in einem Hangar. Ja. Also da ist jetzt, das ist jetzt nicht massiv unterschiedlich, und man muss auch sagen, man sieht sich an diesen Szenarien doch relativ zügig satt. Ja. Ich würde auch aus meinen Erfahrungen aus der Beta behaupten, da habe ich schon festgestellt, dass zum Beispiel auf Hoth und auch auf Tatooine und Zollast und so überall liegen so abgestürzte Wracks von diversen Fahrzeugen, also meistens X-Wing oder TIE Fighter oder so herum, wo ich sehr stark den Eindruck hatte, sie wollten Orientierungspunkte auf diesen Karten schaffen, hatten aber nicht die Zeit, das Budget oder die Lust auch nur, jedes Mal individuelle Landmarks zu schaffen, wie das ja normalerweise bei so Shootern passiert, dass da eine Karte aus mehreren individuellen Bereichen besteht. Nicht wahr? Und dass dann dadurch einfach mal hier diese Standard-Assets dann nochmal hingepackt wurden, damit man weiß, da bei dem abgestürzten. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist eine Sache, die muss man sich angucken, da braucht man Spielzeit für, um die Karten einschätzen zu können. Aber mir fehlt es auch so ein bisschen an wirklich Alleinstellungsmerkmalen, Herausstellungsmerkmalen. Es ist kein Dust dabei, kein Dust 2 oder also es ist auch kein Nuketown dabei, zumindest was ich bis jetzt gesehen habe. Also so wirklich prägnante Karten, wo man sagt, daran werde ich mich in 10 Jahren erinnern, fehlt. Klar. Soweit zum ersten Eindruck wohlgemerkt, alles nochmal so nach 10 Stunden, was den Multiplayer-Modus angeht, noch sehr aus dem Bauch heraus, unter Vorbehalt, unter jedem nur erdenklichen Vorbehalt, hat der Johannes gesagt, setzt er sich hier mit mir hin und spricht schon darüber. Ja, und dann warten wir mal ab, was du sagst, wenn du hinterher noch mehr Spielstunden unter der Haube hast. Ich bin schon sehr gespannt, was Zukunfts-Johannes zu sagen hat. Ja, super. Bis dahin. Ciao.